Hallo, Herr Grasso. Ja, guten Tag. Hallo, sehr erfreut. Wie ich sehe, ist das Thema Snow auch bei Jack Wolfskin ein Thema in dem Jahr? So ist es. Dieses Jahr ganz besonders, weil wir unsere Snowsport-Kollektion mit zwei Athleten entwickelt haben. Einmal mit Bruno Kernen und zum anderen auch für die Damenkollektion haben wir mit Jamie Alcott die Damenkollektion entsprechend entwickelt. Also ganz besonders für Winter 17. Die Sportprofis, wie viel Input geben die dann? Wo sagen die, da hakt es bei mir immer? Wie kann man sich den Prozess vorstellen? Also beim Bruno ist es so, der muss alles tragen, der muss sofort alles anziehen. Ja, der probiert natürlich jede Kleinigkeit aus, ob die Taschen passen, wo ist denn die Skipasstasche zum Beispiel. Ja. Die Reißverschlüsse, funktionieren die gut, funktionieren sie nicht gut? Und natürlich die Bewegungsfreiheit. Das heißt, er sagt uns tatsächlich im Detail, natürlich durch seine Expertise und Erfahrung, ja, was auf dieser Jacke im Prinzip wirklich auf den Punkt gebracht werden soll. Sehe ich im Hintergrund schon ein Mehrlagensystem. Können Sie uns das mal erklären? So ist es. Das ist unsere Exolite Range Jacke. Ja. Die haben wir speziell für Skitourengänger entwickelt. Bei der Jacke ganz besonders, einmal ist es eine Shell-Jacke, also eine 3-Lagen-Texapo-Infinity-Jacke. Seht ihr zum Beispiel hier, also Sie haben den Oberstoff, die Innenseite ist ein 20-Dinge-Jersey, das heißt ein sehr angenehmer Stoff auf der Innenseite. Die Texapo Infinity-Membrane hat eine 35.000 Gramm Atmungsaktivität. Wahnsinn. Und eine Wassersäule von 30.000 mm. Also wirklich unser Pinnacle-Produkt für Skitourengänger. Und das natürlich in Kombination im Lagensystem mit zum Beispiel unser Argo-Jacket, die absolut performance-getrieben entwickelt wurde, mit der 800 Cubic Inch Daune, 9010. Besonders auch hier, der Oberstoff ist ein Pertex Quantum, also wirklich ein High-Class-Oberstoff, den wir hier einsetzen. Und ganz wichtig, auch bei dieser Jacke, auch bei dieser High-End-Jacke, haben wir es geschafft, fluorcarbonfreie DWR auf der Oberfläche anzubringen. Sehr schön. Plus RDS-Daune. Thema Daunen ist ja ein heikles Thema. Ja. Wo gewinnen Sie Ihre Daunen? Hier haben wir Transparency und Traceability. Das heißt, wir wissen ganz genau, woher die Daune kommt. Ja, überwiegend aus Osteuropa zum Beispiel für europäische Produktionen oder in Asien haben wir unsere Stammquellen, wo wir jede Charge im Prinzip auch nachverfolgen können, gemeinsam mit unserem Daunenlieferanten.